Wir gehen rein. SmackDown vs. Raw 2008. Und tatsächlich glaube ich, dass das einer der wenigen Spiele ist, die ich noch nicht gespielt habe. Ich weiß nicht, warum das so an mir vorbeigeschallert ist, aber ich habe es noch nicht gespielt. Ist das tatsächlich von euch der Lieblingsteil? Weil ich habe das so häufig gelesen, als wir letztes Mal gefragt haben, haben so viele gesagt, SmackDown vs. Raw 2008, das ist mein Spiel. Ja, 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 yes, Salame, yes. Alle Sprachen dabei, gut. Also tatsächlich habe ich nur kurz angespielt, ich kann es gar nicht beurteilen. Und danach die Teile, also 2.9 und so und 2, weiß ich nicht was alles. Ey, wir machen auch gar keine großen Spirenzchen. Ich kenne die Steuerung nicht. Ich habe gesehen, dass die ein bisschen komplizierter ist. Mit L2 und R2 und sowas. Haben John Cena, Johnny, also das sieht halt jetzt schon tausendmal besser aus, ne? Hat erst, wo sind die Points? Wo kann ich hier Points aufladen? Also sieht ja schon von den Wrestlern her um einiges besser aus. Mr. Kennedy! Kennedy! Woo! Dirty, ja. Jetzt mal nur so für die, die das Spiel kennen, so für mich zur Einschätzung. Ist das nachher relevant, wen ich in der Story nehme, oder ist die Story immer die gleiche? Weiß das jemand? Weil ich hatte wirklich nur die Anfangssequenz von Batista genommen. Tu es! Ja! Okay, das ist geil. Das ist geil. Mit Ton? Now that I have everybody's attention. Would just like to remind you that I weigh in tonight at 246 pounds. I hail from Green Bay, Wisconsin, Mr. Kennedy. Das ist so gut, ne? Das ist so gut. Das ist so gut. Oh, der hat den scheiß Apfel in der Hand. So sollte 2K Story auch aussehen. Bin ich tatsächlich bei dir. Also das, was ich jetzt die ersten Minuten gesehen habe, so müsste es eigentlich sein. Grafik ist aber auch eigentlich, geht voll fit, ne? Ja, geht gut los, Chat. Also ich weiß, dass man sehr viel mit den Analog-Sticks hier machen muss. Ich glaube, mehr als sonst. Also vorher gab es, glaube ich, dieses ganze Analog-Stick-Ding noch nicht. Okay, damit muss ich irgendwie kontern. Hoch. Und jetzt, Moonsault. Oh, schöner Elbow-Drop. So, mit Kreis kann ich den hochheben. Also ich muss mich hier, wie gesagt, auch erstmal ein bisschen reinkriegen, so wie das generell funktioniert. Ich weiß auch zum Beispiel nicht. Whip-in. Ah ja, sehr gut. Und dann kann ich ihn bestimmt so hoch. Ja. Ja. Und hoch. L1, L2 to store your fighting style. Was war denn der Finisher von Kennedy? Weiß das gerade jemand? Oder wo? Fireman's Carry vom Top Rope. Oh oh. Das geht auch. Lol. L1, L2. Jetzt habe ich irgendwas. Aber das ist doch kein Finisher, den ich da jetzt parat habe. Ich habe irgendwas anderes parat, oder? Wahrscheinlich so meine Special Ability. Dreieck. Ah, nein, der hat's gekontert, oder? Ich kann's nicht mehr. Der hat einfach meinen Finisher gekontert. Ey, meine Güte. So, jetzt werde ich sauer. Kennedy. Alter, das ist schon gut gemacht. Alter, das ist schon gut gemacht. Das ist schon gut gemacht. Okay, ey, dann würde ich sagen, Grundprinzip habe ich verstanden. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in den Karrieremodus. Denn das ist das Hauptaugenmerk, was ich hier gelegt habe. In der Hoffnung, dass der Karrieremodus etwas besser ist als der letzte. Man kann als Manager, kann ich dann, ist das dann auch mit Storyline? Kann ich Einfluss auf eine Storyline nehmen als Manager? GM-Mode ist das. So wie wir das gespielt haben, ja? Der alte GM-Mode oder der alte jetzt, okay. Wir machen erstmal super hier normal, ne? Wir machen auch auf normaler Schwierigkeit, würde ich sagen. Batista finde ich tendenziell schon mal gar keine schlechte Idee. Edge wäre auch nicht so kacke. Edge mit einem geilen Spear. Jeff hatten wir schon beim anderen Spiel, den würde ich nicht nochmal nehmen. Boah, Randy Orton, ne? Das ist ja schon relativ oldschooliger Randy Orton.
Würde ich schon ein bisschen fühlen, muss ich sagen. Rey Mysterio. Was sollen wir nehmen? Randy, Edge, Batista oder Ray Ray? Umfrage ist drinnen. So, und es sieht so aus, ist zwar trotzdem relativ eng, aber es wird tatsächlich Randy Orton. Boys and Girls, dann spielen wir unsere Karriere mit dem Legend Killer, Randy Orton. Ich würde aber sagen, wir fangen ganz unten an. Also so, ne, weil hier steht ja auch Overall 36, wir fangen als Nachwuchswrestler an. Boah, es ist jetzt schon so viel besser. Wow, Fire Look. Wow. So gut. And I'm giving you the opportunity of a lifetime because this is where stars become superstars. And superstars become legends. And that's what I expect from you, to become a legend of this business. That's your responsibility, not mine. All I can do is give you the chance. It's up to you to make the impact. I want you to make it back here to the showcase of the Immortals. To WrestleMania. Ich glaube nicht, dass Vince McMahon jemals mit einem Wrestler so gesprochen hat. The best from Raw and the best from SmackDown. And this year, I'm bringing back the Tribe of Extreme. The new breed will be unleashed. Because I'm bringing back... Einfach auf dem Screen die Nacktbilder. Ah. Boah, geil. Okay. Ich habe Videos gegen dich in der Hand. Wenn du mir das nächste Mal die Hand nicht... Obwohl es besser bei Vince, glaube ich, die Hand nicht zu schütteln. Aber jetzt schon mehr... Wirklich viel mehr Atmosphäre, oder? Geil. Randy rückt die Bilder raus. So, was haben wir denn jetzt hier? Das ist praktisch... Aha, die Bilder im Hintergrund sind schon mal für mich persönlich wichtig. Ja. A crowded class of contenders. Ja, klar. Eine halbe Bibel, oder was? Coachman should just hurry up and name me number one contender so I can start preparing for my title match at Backlash. Oh ja, klar. Mhm. Richtig Atmosphäre diesmal, oder? Erstmal gegen Chuck. Oh shit, here we go again. Wir haben Reports. Health Report? Injury... Oh, das ist... Achso, es gibt Injury History hier sogar. Oh, das ist mit Orten natürlich jetzt nochmal so ein Ding, ne? Das war geil. Wie detailliert ist das denn? Merchandise? Lol, wie gut ist das denn? Injury Frequency? Heavyweight? Für YouTube bestimmt. Komm, wir machen die mal an. Ich glaube, tendenziell schadet das nie. Und mein Handy klingelt. Mein Nokia 3210. Okay, wir gucken erstmal die Nachricht vom Coach. This is the coach, Mr. McMahon's executive assistant in charge of Raw. I've got my eye on you as a potential number one contender. But there are several superstars. Ist voll aufgedreht jetzt. In the top spot. One of the toughest is the man you'll be facing in my ring. Good luck. You'll need it. Der Coach mochte ich nie, ne? So you want to be a championship contender, huh? Well, it's a relatively simple process. Go after the current contenders and beat them to earn a spot for yourself. The respect of your fellow superstars should also be one of your top priorities. Whether you earn it from them or you beat it out of them, it's up to you. Ah, okay, hier sind die einzelnen Shows, die waren. Und wir sind heute bei ECW, aber da haben wir ja eigentlich nichts mit zu tun, oder? Wir können Training machen, Skill Improvement, Invade Today's Show, Autograph Signing, Earn some additional cash by... Na, warte mal, jetzt bist du ja schon wieder hier drüber, ne? Heißt gar nicht so einfach, hier eine Kameraposition zu finden. Okay, ich kann einen Film mitspielen, ich kann eine Pressekonferenz halten. Ein Hero-Movie kann ich drehen. Popularity by starring in a motion picture. Need to hit the red carpet to reach A-List status. Earn some popularity and cash by attending this event. Lol, was du hier alles machen kannst. Können bei einer anderen Brand reingehen. Wir machen, damit steigt unsere Popularität. Fangen wir mit einem Interview an. Wir machen heute ein Interview auf einer Webseite hier.
plus 3 Fanpopularität und plus 10 Fatigue. Mach mal ein bisschen Training. Muss ich das selber machen? Stamina, Technical, Submission, Hardcore, Charisma. Können wir mal ein bisschen Stärke. Ich will nur mal gucken, was wir hier machen müssen. Aha. Also das ist ja, also das ist aber schon komplex. Also um einiges komplexer. Ich will jetzt hier 3 Minuten durchhalten, oder was? Habe ich dem gerade in die Nüsse getreten? Habe ich dem jetzt gerade wirklich in die... Ich habe ja nur Heal Moves. Er hat sich in die Nüsse getreten, dann die Augen ausgestochen. Ich habe ja nur Heal Moves mit Orten. Das ist mein Charakter. Das war eine gute Wahl. Boah, der böse Blick von Orten. Habt ihr das gesehen? Der dominiert mich hier. Hallo. Ich drücke immer die falsche Taste. Ich werde hier dominieren von Jeff Hardy. Es ist gut, dass ich das nicht hochgestellt habe. Hallo. Also Orten war die falsche Wahl. Du hast ja auch nur 36 Stärke. Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich so schlecht sein muss. Aber hier draußen ist gut. Hier kann nichts passieren. Hey. So viel zum Thema. Hier kann nichts passieren. Gut. Ich lauf. Tschüss. Ja, und jetzt, hä? Bisher ein dominantes Match von mir. Oh nein, brich den Jubel ab. Brich den Jubel ab. Haha. Gebaitet. Ich muss nur noch 10 Sekunden durchhalten. Ja, debated. Komm hoch jetzt. So, jetzt zeige ich dir mal einen richtigen harten. Der hat aber auch nur relativ easy Moves, ne? Hat der auch irgendwelche harten Moves? Ich kann ja die Leute hier nur zu Boden pfeffern. So, geschafft. War einfach. Keine. So ist auch mal nice. Feiere ich meine Jobberkarriere von Randy zu sehen. Guter Content. Dremelin. Ja, sollen wir aber das Training skippen? Weil wollt ihr jetzt wahrscheinlich nicht immer sehen, wie ich Training mache, oder? Also, das ist ja 1% Speed. Gut. Wir laufen jetzt 11 km/h. Unser Handy klingelt, wir gehen mal dran. Hallo? Nicht der schon wieder. I know you prefer letting your actions speak for you, but now's the time for talk. I organized an interview for you with Maria, so you can formally announce your entry in the title picture. Mit 36 Stärke, gut. Don't underestimate Maria because she's a pretty face. She may ask some tough questions. Ich bin so vorbereitet. Wo ist sie? Wo ist Maria, Maria? Wo ist denn das Interview? Warum habe ich hier Day Off? Was muss ich hier machen? Hallo, ich will dahin. Invade Today's Show. So, was machen wir hier irgendwas hin? Okay, nee, wir machen erstmal. Scheiße, ich kann nicht mehr zurück. Ich kann nicht mehr zurück. Gut, jetzt müssen wir uns für den ersten Gegner entscheiden. Ashley. Ich gehe auf Ashley. Geht das? Ray wäre schon ganz smart irgendwie, ne? Wir gehen auf Ray. Ich habe Bock auf Ray einzuprügeln. Mal straight out of Swinger Club. Ja, die Maske ist wild, muss ich sagen. King Booker! Schwören ja viele drauf auf das Gimmick, ne? Auf das Booker T-Gimmick. Ihr auch, Chat? Wo bin ich denn? Hallo? Geil, es wird einfach geboot. Ich helfe dir, King Booker. Ich bin auf deiner Seite, Bruder, ne? Damit du Bescheid weißt. Ich bin auf deiner Seite. Guck mich nicht so schief an, Booker. Ich bin wirklich auf deiner Seite. Ich pinne den sogar für dich, guck. So, ein bisschen auf den Arm. King, da kann gleich gar nichts mehr schieflaufen für dich. Komm mal, fertig. Ich bin noch da für dich, King Booker. Ich bin da für dich, Bruder. Schöner Kick. Machst du gut, Junge. Machst du gut. So, kann ich jetzt mal hier ein RKO machen? Ich wäre jetzt eigentlich schon bereit, Rev. Der kommt auch aus dem Nichts, versprochen. Der guckt mich die ganze Zeit an. Den gefällt es nicht, dass ich jubel. Huch. Booker. Nicht, dass du den gleich abkriegst. Booker, du hast das Prinzip nicht verstanden. Ich bin da für dich. Und... Ach, ich habe meinen Finisher jetzt gar nicht mehr. So eine Kacke. Okay, ich muss noch ein bisschen jubeln, Chat. Ich hole mir den Finisher jetzt zurück. Aber wenn ich dazu sehe, braucht Booker den sowieso nicht. Zumindest habe ich so getan, als hätte ich ihm geholfen. Booker, Mann, fertig da jetzt. Mach es. Ja. Ja, ich freue mich. Zack. Und jetzt alle. Okay, ich brauche einen Finisher. Und bitte. Ja, Mann, ich kann immer nur eine Aktion machen, dann schickt er mich wieder raus. Was soll das denn? Ich kann unterm Ring Gegenstände holen. Aha. Das ist ein verlockendes Angebot, was da im Ring liegt. Ja, gut, das war's ja für Ray. Guck mal, wer zieht ihm die Maske auf? Aus. Nee, doch nicht. Oh! Was? So, gib mir den. Der braucht jetzt einen RKO. Booker, lass ihn. Booker, lass ihn. Der kriegt einen RKO. So, bitte, jetzt darfst du. Bin raus. Ciao. Wie gut. Ja, schön nochmal mit dem Headbutt hin. Ja, ist das UFC, Alter? Was ist denn sein Auftrag? Komm mal, fertig das Ding.
Ja, also, hätte er das jetzt auch noch rausgeholt, dann hätte ich auch wirklich an nichts mehr geglaubt, ne? Also wirklich an nichts mehr geglaubt. Ey, aber. Ja, doof gelaufen, ne? Hooray. +3 Fan Popularity, +25% für Teach. Sehr gut. Ah, und dann wäre Raw. Okay, dann machen wir einfach mal, wir simulieren mal bis zu dem Day Off. Ich bin sehr positiv überrascht bisher. Oh! Unser Interview. Jetzt schon mehr passiert als vorher. Ich habe die Frage gar nicht. Ich war so beschäftigt damit, zu gucken, wo die Kamera ist. Ich habe die Frage nicht gehört. Was? Was hat die gefragt? Irgendwas mit Yes, I am Raw's Elite. No, I don't really think being the face of Raw is what I want. Ah, okay. Im Sinne, yes, very nice. Yes, 1. Ich glaube, 1, oder? Wir sind cocky heel, oder? Mit Orten müssen wir richtig, wir müssen ja richtig überheblich sein. Allein das Moveset. Yes, ich bin Raw's Elite. Aber hallo. Hast du noch eine Frage? Ich höre auch diesmal aufmerksamer zu. Ah. What the fuck? Also anscheinend habe ich gute Karten im Gegensatz zu Edge. Aber Edge hat ja auch schon kaum eine mit roten Haaren. Edge läuft wieder aus, ne? Es ist nicht normal mit Edge. Ah, mein Handy bimmelt. Sekunde. Ich habe eine Sprachnachricht von John Cena. So, you think you're the new face of Raw, huh? Ja. Listen up, kid. I've been the face of Raw for a long time now. And that ain't changing anytime soon. I'm gonna become the number one contender at Backlash. And if you can't respect that, then I don't respect you. Das Problem ist, ich habe zwar eine Nachricht gelesen, aber nicht gesehen. Wir haben ein Match gegen Edge. Wir sind ein Opener-Match. Wir haben Opener-Match. Yo, oder? Main Event. Mhm. Wir gehen. Also, wie soll ich kommen? Nee. Wir gehen rein. Alter, was? Wie geil ist das denn? Ich weiß immer noch nicht so ganz, wo ich mich hinbauen soll. Das Gefühl, egal wo ich mich hinbaue, ich baue mich falsch. Ist auch gut, dass er all seinen Kontrahenten gerade die Hand gibt. Okay, kein K-Fade mehr. Als Voices, oh, das weiß ich nicht. Aber bei Mania würde ich gerne mal diesen Golden Shower sehen. Das war vielleicht das, ihr wisst, was ich meine, ne? Allein schon, dass es eine Sprachausgabe gibt, macht so einen riesen Unterschied. The Rated R Superstar. Vielleicht kriegen wir Rated RKO zusammen, wer weiß. Wie ist denn das jetzt? Ist das jetzt Face gegen Face Match? Ah, ich nicht, ne? Wir haben ja da den Streit um die Frau gehabt. Ich glaube, das war eine Special Ability. Kann das sein? Yes, weil Randy Orton dirty ist. Ja gut, das wollte ich jetzt nicht so genau wissen, aber... Aber das Moveset ist ein bisschen schwach. Kann ich noch mehr Moves lernen? Also oder liegt das daran, dass ich erst eine Stärke von 36 habe? Ey! Okay, das ging schon relativ weit dafür, dass der nur 2 Schläge gemacht hat bisher. Ich glaube, ich bin echt noch zu schwach, Alter. So, jetzt aber hoch. Guck mal, das ist schon wieder nur... Obwohl der Eye-Poke schon ganz geil ist. Tschuh! Komm her jetzt. Komm, ich hab einen RKO für dich parat. Komm, mach mal das jetzt schnell vorbei, Edge. Und dann schnapp ich mir die Moderatorin. Komm, komm rein jetzt. Okay, jetzt nimmt er mich richtig hops. Er hat jetzt 3-mal hintereinander gekontert. Hallo? Hast du gerade den Ringpfosten abgemacht? Hast du Lack gesoffen oder so? Wir wollten es doch hier nicht verletzen. Nö, du kommst. Hier. Hat weh, wa? Ah. Ey, nein! In der Ecke hat Randy noch einen Finisher. Achso, man kann RKO und das. Okay, gut. Ich bin am Pennen hier. Ist der Puntkick hier drin, ja? Okay, der nimmt mich gerade ganz schön hops. Ich hab gedrückt. Rev, das ist nicht fair. Wie oft weicht der denn aus? So, Neckbreaker. Das kisselt aber auch. Rev? Also, es ist eine bodenlose Frechheit. Der kann mir einfach die Eier schlagen. Ich hole jetzt gleich eine Waffe.
Wollte schon sagen. Kann doch nicht sein, dass der mir mehr wehtut als dem. Meist genutzte Aussage beim Verlieren. Ich habe doch gedrückt. So, Zimmerlautstärke, es reicht, ne? Sonst geht's aufs Zimmer. Es geht jetzt in die Ringecke. Mir wurde empfohlen, dich da mal rein zu... Es wurde empfohlen, dich mal reinzupfeffern. Dann jubel ich. Und dann gibt's den Puntkick, wenn's den geht. Wenn der geht. Er hat meinen Finisher gekontert. Der hat meinen Finisher gekontert. What the fuck? What the fuck? Was passiert denn hier? Okay, der AKO war widerlich. Schnapp den Schuh, ich schlag auf Cena ein. Kann man mal so machen. Ja, der kam überraschend. Der kam sehr überraschend. Mit dem habe ich tatsächlich nicht gerechnet, Chat. Ich dachte, es wäre ein Puntkick, aber... Den AKO nehme ich aber gerne so. So, wer hat uns angerufen? Out of nowhere, aber gewaltig out of nowhere. I don't approve of what your opponent tried to do to you after your last match. But I gotta tell you, this feud is red hot. And so is the business. You two have a no disqualification match this week. This is your chance to impress me. If you really want to be number one contender. Also das war tatsächlich mal ein AKO out of nowhere für, also wirklich out of nowhere für alle Beteiligten. I never got to thank you for that save, but it's all good. You're not being able to take care of your business. Let me take out two contenders. And that ain't a bad day's work. So thanks, kid. And you're welcome. Ich hab dich eigentlich nie drum gebeten. Das ist ein typischer Cena, ne? So ein richtig typischer Cena. Oh, es ist so schwer. Ich glaube tatsächlich, dass Cena gegen uns turnen wird. So, überlegt man, der hat doch mit Johnny Nitro eben im Hintergrund, im Backstage gesprochen. Ich würde tatsächlich auf Heel gehen. Ey, blow him off. I don't care. Ich habe dich nie drum gebeten. Wir machen eine WWE-Promotion. 3000 Cash plus Johnny. Okay, das ist ein bisschen, aber gut. Noch ein bisschen Speed. Und dann sind wir ja schon wieder bei der nächsten Raw. Okay, ich glaube, wir haben ja jetzt tatsächlich das No-Disqualification-Match gegen ihn, oder? Also wahrscheinlich hier unten bei Raw. Wir haben ja jetzt hier bei SmackDown keins. Nein, halt, stopp. Fan-Heat-Training. Wir wollen ja Heat ziehen bei den Fans. So, machen wir hier nochmal schnell Training. Was sagt denn hier unser Health-Report? Wir müssen das für Teach-Level wahrscheinlich runterkriegen, ne? Ich weiß nicht, was sonst passiert. Matchcard sieht vor, Cena gegen Nitro und wir gegen Edge. Aber irgendwo stand noch No-Disqualification-Match. Hier steht das jetzt nicht bei. Ach, wir werden es rausfinden. Ich schlag mit dem Stuhl auf den Ein und wenn es nicht klappt, haben wir Pech. Beruhig dich doch. Man wird ja wohl zweimal hintereinander gegen jemanden kämpfen können. Road to Backlash. Wir sind in Honolulu, Hawaii. Erst das Ding nicht hochkriegen und dann so auf den Boden pfeffern, ne? Boah. Meint ihr, es gibt die Chance, dass der die nächste Zeit so nochmal rauskommt? Ich hätte CM Punk tatsächlich gern gespielt hier in der Karriere. Aber das macht echt mehr Spaß. Also das ist geil. Ey, das werden wir auf jeden Fall mehr spielen. Das kann ich schon mal sagen. Und da können wir auch echt mal eine vernünftige Karriere machen. Denn bisher sieht es so aus, als würde es da auch ein bisschen Storyline geben. Bisschen Interview hier, ein bisschen Training da, bisschen dies hier. Also ich drücke auch wirklich immer die falsche Taste, ne? Konsequent die falsche Taste. Das Spiel ist so Nostalgie pur. Ja, aber ich kriege irgendwie mein Moveset nicht richtig raus. Ich habe das Gefühl, wirklich nur zwei Whips und einmal ein Augenstechen. Und zwei, drei Aktionen am Boden. Willst du auch noch Jam-Mode? Ja, erstmal spielen wir das jetzt hier. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich Dingsblocken drücke, fängt er an zu grabben. Also ich verstehe die Steuerung nur noch nicht so ganz. Also da muss ich ehrlich sagen, da bin ich noch nicht so drin. Weil ich weiß auch nicht, wie ich den grabbe. Warum haut der mir immer in die Eier? Es reicht doch jetzt. Ich bin sauer. Zack. So, jetzt test mal was. Ey, entweder hole ich mir jetzt die komplette Disqualifikation ab. Wie komme ich raus? Rev, danke. So, du kommst jetzt raus. So, du kommst raus. Ja. 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 Nein. Bin weg. Verarscht. Ha. Guck mal, kann ich sogar so in die Seile lehnen? Ey, nein. Das kann ich auch. Jetzt macht er den Turnbuckle schon wieder ab. Was ist denn verkehrt mit dir, Keule?
Kann man den so storen oder was, den Finisher? Aber das ist doch kein Finisher, den ich store so. Ich kann nur cheaten, oder? Was ist denn dann, wenn ich das Symbol da oben habe? Aber der hat irgendeinen Fetisch, ne? Also der hat es irgendwie mit den Turnbuckeln hier. Typischer Orton-Move. Wer kennt's nicht? Dann wird es halt ein RKO. Es wird kein RKO. Genau, in dem Moment ist der Finisher wieder weg. Dann gibt es noch ein paar Schläge mit dem Vorschlaghammer. Aber wie gesagt, ich muss irgendwie das mit dem Moveset noch rauskriegen. Junge, ich bin doch da. Ich hab's doch langsam raus. Aber guck mal, das ist halt irgendwie... Oh, der hat Schmerzen. Ich brech dir die Beine! Ja! Ja, und Randy Orton kann auf viele Wege seine Matches gewinnen. Denn wenn es Schmerzen gibt, dann zieht der durch. Ich wollte doch mal was anders machen. So, damit ihr auch geil seid, nochmal ein RKO zu sehen. Okay, das war's. Naja. So, was ist jetzt? Hat jetzt hier... Wer hat jetzt was zu sagen? Rumor Opponent Swap raises new questions. Swap, Entschuldigung. Ja, jetzt muss ich wahrscheinlich gegen Johnny Nitro. Ich lese mir jetzt nicht immer die Zeitungsartikel durch. Seid ihr denn ein bisschen bescheuert? Medical Staff. Injury Warning. Hallo? Nee? Test suggests that you might have multiple minor injuries and your overall wellness is low. We recommend periodic rest and relaxation for a few weeks. Even one more. Ist ein guter Start. Wir machen wohl erstmal Pause, wenn ich das richtig verstehe. Wohl doch der Punk-Simulator. So, wie kann ich denn jetzt hier resten? Warte mal, kann ich denn jetzt. Das war doch hier bei Training, ne? Resting is not the best way to get your name known, but everybody needs a day off. Dann lass mal kurz gucken, mal, dass wir uns das mal ganz kurz merken. Der Health Report sagt 5 und 6 Balken. Was passiert, wenn ich jetzt Resting mache? Resting. Minus 15 Fan und ja gut, minus 15 Fan. Jetzt müsste es doch besser sein. Wir sind immer noch bei 5 und für Teach Level ist besser. Okay, ich glaube, wir sind wieder fit. Ich gehe rein ins Match. So, erstmal Training. Wir machen heute Ausdauer. Bisschen Cardio. You might be left dry in the cash. Man muss halt auch mal ein bisschen gucken, wo man bleibt, ne? So, weißt du? Es kann ja nicht nur sein, dass man die ganze Zeit, ne, so alleine da durch die Gegend jodelt und sich die ganze Zeit so ein bisschen Palmen-Sightseeing macht und so. Ja, komm, wir machen nochmal eine Pressekonferenz, auch nochmal ein bisschen für uns, ein bisschen Fanpopularität. Das ist okay. Und dann geht unser Handy doch schon. Wer möchte was von uns? John Cena, no more playing chicken. Ich nehme mir jetzt Cena vor. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Was ist denn jetzt schon wieder? Rumor has it that you're scared to face me. And I can't blame you. You know, I'm twice the superstar you are. And I'm gonna prove it to you in the ring. I just hope you've got the guts to show up and take your beating like a man. I hope you know that you're going to get completely obliterated in your match this week. And even if you manage to steal a victory, that doesn't change a thing. Ich hoffe nicht schon wieder gegen ihn. Nicht schon wieder. Ich krieg langsam Chuck-Vibes. Ich krieg langsam tatsächlich Chuck-Vibes. Was ich aber krass finde in dem Spiel, also wirklich krass, und ich weiß nicht, wo man das heute nicht schafft. Guck mal, wie viele Leute da eingesprochen haben. Das ist ja der Wahnsinn. Da hat ja jeder eingesprochen. Gegen Johnny Nitro. Also wenn wir gegen Edge gewinnen, dann werden wir ja wohl gegen Johnny Nitro gewinnen. Hatte Johnny Nitro früher auch schon diesen Slow-Mo Entrance? Warum? Ja. That's the spirit. That's the spirit. Ignoriere sie alle. Genau den Spirit. Ja. Geil. Das, so will ich das sehen. Es ist auf jeden Fall ein bisschen mehr drin. Aber ich habe das Gefühl, es sind gerade so 4 Superstars in der ganzen Storyline. Ah, der Song war das, stimmt.
Ne, guter Entrance. Also das würde ich so vom Aufbau her. Wann komme ich denn jetzt hier mal an so ein Hardcore-Match? Weil ich früher krass gesucht habe. Ich habe das tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich das gespielt habe. Aber deswegen holen wir das jetzt nach. Okay. Okay, Johnny meint's ernst. Oh, Johnny. Seid ehrlich, wer hat das von euch im Kopf? Seid ehrlich, seid jetzt einmal ehrlich. Nur einmal. Oh, Johnny. Hallo. Der ist stärker als Edge. Okay. Also der nimmt mich richtig hops. Ich weiß nicht, ob ich einfach blöd bin. Wahrscheinlich bin ich's, aber ich habe wirklich gefühlt nur zwei Moves. Starke Moves machen mit R1. Aber inwiefern? R1 halten und dann, oder was? Ah. Komm, ich bin bereit. Komm, ich bin bereit. Du auch? Jetzt weiß ich zumindest mal eine Taste mehr. Das ist doch schon mal gut. Aus dem Nichts. Hat's. Ja, komm, also das ist ja... So, wo sind denn jetzt hier mal die Gegner? Okay. Ich möchte jetzt mit dem Referee diskutieren. Bodenlose Frechheit, wirklich. Ah. Ich drücke R1 und dann praktisch hier. Und dann nochmal irgendwie in eine Richtung, ja? Ah. Wir machen den richtig fertig. Also wenn der Mind schon aus dem ersten rauskommt, müssen wir den jetzt richtig fertig. Richtiger AW-Ref. Guck mal, der Kerl kann mir laufen. Johnny, was ist los, Junge? Johnny, was ist denn los? Hä? Geht nicht mehr? Oh, ist aber doof. Das ist aber doof, Johnny, ne? Bam, Junge! Also der ist schon ab ADH, hallo. Der ist schon, also ich sag dir ehrlich, kannst jetzt R1 und Dreieck halten, um einen unfairen Move zu machen, wenn ich einen Finish habe, oder was? That you're increasing the risk of injury unless you take preventive measures. Ring on rest and relaxation for a few days. Okay, dann machen wir doch mal ein, zwei Tage Dings. I think I speak for all the Raw fans when I say I enjoy the respect game you are playing. Respect, okay. To let the hits keep on coming, you're teaming up with John Cena against Johnny Nitro and Edge. Cool. We have too many contenders right now and putting you all together. Ich will das Booking. Wir machen nochmal ein bisschen. Ich will eigentlich Heel sein. Ich will halt eigentlich Heel sein. Ich mach das nochmal. Kostet Geld, aber ich will hier sein. Ich kann mich noch erinnern, als du gesagt hast, vor ein paar Monaten, dass du langsam wieder in Wrestling reinkommen möchtest. Schau dich jetzt an, total drin. Zahlen sprechen für sich. Sei dir und den anderen gegönnt. Lena, du Süßi. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr lieb von dir. Dann machen wir hier nochmal ein Fotoshooting. So ein bisschen Nacktbilder. Ich habe gehört, dass bei der WWE gerade ganz groß im Kommen. Day off. Also ich könnte jetzt theoretisch einfach hierhin skippen, ne? Dann hätte ich jetzt einfach mal zwei Tage nichts gemacht. Okay, dann haben wir jetzt tatsächlich, wir sind endlich mal im Main Event. Woo! Wir sind im Main Event. Tag Team mit Randy Orton. Mensch, habe ich da Bock drauf. Mit Randy Orton. Mit John Cena. Partner Select. Okay, wir machen Partner macht komm. Wir sind nur Randy. Oh, hallo. Ruhe. Superstars who all want to be named number one contender. And while one team has been on the same page all along, the other is an uneasy alliance at best. Uneasy? Nothing. These guys can't stand each other. Es tut mir leid, ich muss mich tatsächlich irgendwie hier unten hinmachen, auch wenn das für den Text doof ist, so. Aber da oben ist ja völlig verloren. Alter Theme oder neuer Theme von Orton? Alter, neuer. Neuer, alter. Neuer, neuer. Beide. Aber viele auf alt. Viele finden Burma Light besser als Voices. Krass. Ich so gar nicht eingeschätzt. Aber ist gut zu wissen, wa?
Chat, wie findet ihr das, dass jetzt ein ganzes Event gemacht wird, eine Umbenennung einer Show, damit man Mercedes Moner rankriegt? Ich habe das aber schon richtig verstanden. Das ist kein Pay-Per-View, ne? Das ist einfach eine Weekly-Show, die den Namen jetzt kriegt, oder? Das ist die Dynamite-Folge nach Revolution, die so umbenannt wurde. Okay. Wieso kontert der das denn immer? Der Punk damals offenes Geheimnis. Ja, aber ich weiß nicht, ich hätte das so nicht. Also, ist vielleicht auch, kommt das wieder rüber wie Hate so? Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie so ein bisschen lame erzählt. So super obvious machen. Also, das ist ja nicht mal irgendwie mit der Crowd spielen. Das ist ja wirklich so das offensichtliche ins Gesicht knallen. Also, ich finde das irgendwie. Weiß ich nicht. Ja, aber was bringt dir denn der einzige Star? So, dann butterst du dein restliches Squad ja auch noch damit weg, so. Im Prinzip. Und, ja. Kommt nicht rein, ja. Mann! Guter Test. Warte, haben wir jetzt das Number One Contender Match? Haben wir jetzt gegen Cena das Number One Contender Match? Ich will doch Heel sein. So, du kommst jetzt rein. Ich trete dir die Kick. Komm jetzt rein. The stage is set for the Backlash Pay-Per-View. Warte mal, kann man hier irgendwo sehen, wie mein Rating gerade ist? Superstar-Info. Ey, ich bin schon auf einer 37, Chat. Ja? Von einer 36 hoch auf eine 37. Promotion machen, Pay-Per-View Commercial. Be the face of the next pay-per-view and participate in the commercial. You will earn some cash with only a small amount. Ja. 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 Ich habe mich nackt hingestellt fürs Backlash-Ding. Nobody respects you. Edge, du hast zweimal, jetzt mittlerweile dreimal gegen mich verloren. Was willst du? Geh raus aus meinen DMs. Entschuldigung, ich habe einen Verlierer reden gehört. Ich bin eingeschlafen. Alright, this is it. Your big chance to be named number one contender for the championship. You lose this match and it's back to the bottom of the heap for you. Win it and you're on the road to greatness. Als ich tatsächlich das erste Mal gespielt habe, hatte ich einen ganz anderen Anfang. Okay, auf einmal bist du wieder ein Freund von uns, oder was? Edge, ich weiß, du magst mich. Und ich kann es verstehen. Aber ich werde niemals... Naja, ich sag niemals nie. Ich bin von dir menschlich sehr enttäuscht. So. Wir haben unser Match. Batista gegen King Booker. Lashley gegen... Vince McMahon schickt Bobby Lashley durch die Hölle. Durch die Hölle. Was ist das denn? Kann man das gucken? Achso, Manager. Ich dachte schon. Ihr wollt sehen? Bobby Lashley noch sehr jung. Aber der Entrance damals schon gleich, wa? Ja gut, also bis der zum Ring ist, ne, Chat? Also muss ich euch ehrlich sagen, nein. Es reicht schon, wenn wir den gleich ungelenk im Ring sehen. Umaga! Facepaint von Umaga war auch immer geil, muss ich sagen. Ich finde, man könnte ein bisschen mehr Crowd haben in dem Spiel noch, oder? Was sagt ihr? Guck mal, die CM Punk-Hose an. Ich freue mich auf 2K, Chat. Ich habe mir übrigens, ey, gute News für euch. Ich muss mir das Spiel zwar noch vorbestellen, aber kleiner Fun Fact, oder Fun Fact ist falsch. Kleiner Hinweis von mir. Ich habe mir tatsächlich für die ersten beiden Release-Tage, ich glaube, das ist dienstags, mittwochs oder mittwochs, donnerstags, ich weiß nicht genau. Ich glaube, der
Urlaub genommen. Die ersten zwei Release-Tage, Dienstags, Mittwochs oder so. Das heißt, wir können Full-Time streamen in den Tagen. So, Bobby Lashley gegen drei. Also ich weiß nicht, wie er das holen soll gegen alle drei, aber wenn die halt auch nicht reinkommen in den Ring, dann wird das vielleicht doch was Einfaches. Aber was hat Lashley denn verbrochen, dass er in so eine One-on-Three-Bus, Alter? Jo, oder? Oh, na klar. Oh, na klar. Ja, na klar. Bekanntes Moveset von Great Khali, erstmal Neckbreaker. Ich hab Khali noch nie so technisch wrestlen sehen, ne? Noch nie. Das WrestleMania-Wochenende ist vollgepackt mit Wrestling. Mit allem möglichen Wrestling-Stuff. So viel kann ich schon mal sagen. Wir haben da schon ein bisschen was geplant. Da wird es was bei mir geben. Da wird es was bei Mit, Steini und René geben. Freut euch drauf. Und bei Elimination Chamber, vor Elimination Chamber, da in zwei Wochen werden wir auch einen dicken Boxbreak machen am 23. Ja, gut, dass wir uns das Match angeguckt haben. Es wird ja an Spannung kaum zu überbieten. War ein guter Call-Chat. Ich dachte, das wird ein bisschen handicappiger. Khali vom dritten Seil. Und dann noch den Move. Bobby Lashley hat gerade sein Leben beenden lassen. Driving Crossbody von Khali. Überrascht, dass der Ring noch steht. Und jetzt ist er aber, glaube ich, vorbei. Und Patz. Das war's. Bobby Lashley ist chancenlos. Okay, dann gehen wir in unser Match. Denn wir haben unser Match gegen John Cena. Oh, schön mit der Backlash Stage. Guckt's euch an. Gib mir den Golden Shower. Ah, ist schwer. Da ist er doch. Ja! Geil. Jetzt kommt John Cena rein mit Johnny Nitro. Habe ich das richtig gesehen? Waren die nicht eben noch Feinde? Haben wir nicht noch ein Tag-Team gegen ihn? Das würde so auch dieses eine Backstage... Aber guck mal, das Backstage-Segment ganz am Anfang gut aufgegriffen. Erinnert ihr euch noch, wo die beiden Schmierlappen miteinander geredet haben? So, ich trete dem Cena jetzt die Kieferleiste ein. Der hat Angst vor mir. Ich sag's, wie es ist. Cena sucks. John Cena sucks. Aber Stage ist geil, ne? Chat, Feedback. Fehlen euch die alten Stages beim Pay-Per-Views? Beim PLE, sorry. Also ich kann für mich nur sprechen und sage ganz klar ja. Boah. Müssen ja weniger aufbauen, feiert das auch nicht. Ja, aber das kann ja nicht der Grund sein. Du willst ja das beste Produkt schaffen, so. Hört halt für mich irgendwie zu einem Feeling dazu, so. Ich will bei einem... Muss ja nicht bei jedem PLE sein. Versteht mich nicht falsch. Wo kommt das denn auf einmal so schnell her? Hallo? Gut. Okay, Cena ist halt schon Brocken, ne? Nein! Du gehst weg. Also Cena ist schon wieder ein Brocken hier gerade. Huch! Unangenehm. Entschuldigung, ausgerutscht. Wollte ich nicht. Der kontert schon viel. Ey, Mann. Lass mich in Ruhe. Ja, ganz gut mitgenommen hier. Also der macht mich hier, ich sag's wie es ist, der macht mich kalt. Der macht mich gewaltig kalt. Ich kann's nicht anders sagen. Wo willst du denn hin? Hallo, John, Ring ist hier. Komm noch rein. Idiot. Idiot. Man muss ihm auch mal die Beine brechen. Ja. Ich bin Heel, mir ist das egal, wenn er Schmerzen hat. Ich setze noch einen drauf. So, jetzt aber. Jetzt mal eine erfolgreiche Aktion zur Abwechslung. Zack. Gefolgt hiervon. Sehr gut. Hochheben. Boah, wir machen den Todes-RKO, oder Chat? Wie kann ich denn hier eine Aktion ausführen? So. Hui! Hui! Hoppe, hoppe, Reiter! Ja! Und jetzt den RKO aus dem Nichts. Pass auf.
Und zack. Ja! Drecksau. Zähl was schneller, Referee. Du sollst was schneller zählen. Also ich sag euch ehrlich, ne? Ich glaube, das Ding verliere ich. Steh auf. Ich glaube, ich habe ein bisschen Schmerzen. Also mein Körper sieht so aus gerade wie nicht gut. Ey, ich glaube, das wird ein enges Ding, Chat. Ich gebe alles. Wir können das noch holen. Aber Cena kontert halt auch wie Sau. Aber das können wir auch. Das können wir auch. Roll-up, pin! Sie hat eine Hose! Shiri! Drecksau. Oh, das ist gar nicht gut. Oh, der war gar nicht gut. Oh, der tat weh. Oh, das tat gar nicht gut. Ich blute! Ich kämpfe, Chat. Ich kämpfe für den großen Sieg. Was ist jetzt? Hallo? Was ist jetzt? Hallo? 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 Was macht der? Warum hat er das? Was ist das? Warum kann er das? Warum hat er Doppelfaust? Was ist Doppelfaust? Es ist gar nicht gut. Egal was ist, es ist gar nicht gut. Ich glaube, das ist so ein... Bestimmt so ein Hogan-Moment. Ich blute aus allen Löchern. Ja, das war's. Ja! Ich kämpfe! Ich versuch's mal. Ich bin total hoffnungslos. Okay, bei 1, gut. Aber guck mal, ich drück die R1-Taste und kann trotzdem keinen Move ausführen. Ich glaub mir platzt gleich der Schädel. Schon wieder ein Konter von dem. Ich hab gedrückt! Ich hab doch gedrückt! Ich hab gedrückt! Ich glaube, das war's. R2 ist Reverse. Ach, echt? Danke! Ja, das war's. Ich weiß leider auch gar nicht, wie ich das hier... Nein! Ah. Ey, gehört auch zur Story dazu. Man muss auch mal Niederlagen einstecken können. Ist doch ein guter Cliffhanger für die nächste Folge. Es kommt Konfetti. Ich hätte so gern Konfetti gehabt. Okay, der war jetzt echt ein bisschen schwieriger. Ich meine, man muss bedenken, wir haben 36er Rating, ne? Oder so. Ja, gut. 37, Entschuldigung. 37. Ja. Ne, cool. So, who do you pick? Ja, gut, ist halt relativ einfach. Also, was wir machen. Und jetzt. Ja. Ja. Okay, also Memo an mich. Ich muss demnächst mal die Sounds ausstellen. Ich weiß nicht, warum man da die ganze Zeit Sounds spielt. Genau. Danke. Okay, jetzt bin ich aber mal gespannt, wie das Storyline-technisch abgeht, ne? You probably aren't feeling your best right now. Randy Orton and I can sympathize. I know things didn't always go your way, but you have a ton of heart and I still believe you have what it takes to be a future contender here on Raw. Sprachnachricht von Edge. Haltet euch fest, das wird bestimmt super. Ey, vielleicht kommen wir ja doch zu Rated RKO. Ich meine, wir sind ja gerade auf dem Weg zum Heal. Aber es ist natürlich massiv bitter, dass wir das Match verlieren, ne? Blutend. Hallo. WWE Films has announced that it is seeking a new leading man for its next blockbuster movie, which has been described as an action-packed with strong elements of humor and romance. Hopeful WWE superstars have been notified that they are welcome to attend open casting auditions in the coming weeks.
for their chance to star on the big screen in addition to their respective brands' weekly television broadcasts. This is a very exciting time for superstars, said Stephanie McMahon, who is heading the audition process. This can make or break careers and change life forever. Live on television is nothing to scoff at, but to immortalize on the silver screen. Ja, ja, okay. Wir werden jetzt Filmstar. So, das ist jetzt erstmal straight facts. Hier ruft auch schon an Steven Spielberg. Ach, da fängt es ja von vorne an. Na, bei Stephanie gehe ich gerne mal ins Casting. WWE stands for Entertainment. Entschuldigung. Landing a leading role might open some doors for you, including main event matches, the chance to compete for the championship. I strongly advise you to take advantage of this opportunity. Attention to all Raw superstars, those interested in auditioning for the WWE. Should know that open auditions are going to be held backstage the day before Raw broadcasts. For the next few weeks. Okay, wir müssen also immer vor Raw zu Stephanie vorsprechen. And because it's a lot easier to market established well-known superstars, your performance on Raw will be taken into consideration in the audition process. You're all encouraged to participate in the audition process. Ja gut, wenn es halt mit dem Titel nicht klappt, wären wir halt Schauspieler, ne? You need to audition for that movie. If you got the charisma to be a leading man, you'll get a lot more screen time on Raw. Plus, we know SmackDown superstars are auditioning also. And this role needs to go to Raw. Understand? Das ist doch mal ein Antrieb, würde ich sagen. Das ist mal ein Antrieb. Speichern. Ist immer wichtig. Immer dran denken. Speichern. Die PlayStation 2, die Memory Card nicht ausstecken. So. So. Ganz kurz nochmal kurz gucken hier. Was sagst du bis dahin vor? Wir sind schon bei einer 37. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist der blanke Wahnsinn. Ich würde sagen, mit dem Cliffhanger gehen wir raus, denn wir werden jetzt der große Filmstar. Road to Hollywood oder so. Ja. Für euch auf YouTube war's das. Wir gehen natürlich in die nächste Folge dann mit dem Way to Filmstar. Leider haben wir das Qualifikationsmatch verloren, aber ey. Wird nicht das letzte sein. Und wer weiß, was da jetzt auf uns wartet, Großes. Vielleicht machen wir einfach den Roman Reigns, werden Champion und gehen dann immer wieder auf Filmdrehs und bleiben dann inaktiv. Ich finde das eigentlich eine ganz gute Option. YouTube, falls euch das gefallen hat, gerne ein Abo dalassen. Wir sind auf dem Road to 2K. Da würde ich mich sehr freuen. Ich hoffe, dass wir das Video noch nicht geschafft haben, sonst wirkt das jetzt sehr blöd. Dürft natürlich trotzdem gerne ein Abo dalassen. Falls es euch gefallen hat, sehr gerne einen Daumen oben lassen und einmal gerne kommentieren. Was machen wir denn als Kommentar? Was ist euer Lieblings-WWE-Smackdown-Teil oder euer Lieblings-WWE-Spiel? Das würde mich mal interessieren, weil das hier ist sehr, 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 sehr häufig genannt worden. In diesem Sinne, gut Kick und wir sehen uns dann in der nächsten Episode.